müssen wir uns suchen. Herr Stadler, bitte. Herr Präsident, wenn man das Richtige zum falschen Zeitpunkt tut, ist es auch falsch. Und dieser Vorschlag der Implementierung von Basel III, wie er hier im Bericht des Kollegen Karas vorgeschlagen wird, ist zum falschen Zeitpunkt. Genau jetzt, wo die Wirtschaft die liquiden Mittel der Banken bräuchte, jetzt verordnet man ihnen mit Basel III eine höhere Eigenkapitalquote. Das ist genau zum falschen Zeitpunkt. Das wäre eine Regelung gewesen, die hätte man machen müssen zu einem Zeitpunkt, als die Wirtschaft floriert. Jetzt ist es zum falschen Zeitpunkt geregelt. Nicht geregelt ist das ganze Schattenbankenproblem. Nicht geregelt ist die dringende Wiedereinführung des Trennbankensystems, die leider unter Clinton weltweit beseitigt wurde. Das war ein großer Fehler. Roosevelt hat damals nach dem großen Börsenkrach und nach den Bankenzusammenbrüchen genau diese Regel für richtig durchgedrückt. Und sie hat sich auch als richtig herausgestellt. Nicht geregelt ist weiterhin die Wettbewerbsverzerrung, indem wir kranke Banken weiterhin durchfüttern, auf Kosten des Steuerzahlers. Wenn Kommissar Barnier jetzt für Juni eine Regelung in Aussicht stellt, wo er endlich die Aktionäre, die Spekulanten, die Anleger und die Kapitalgeber in die Ziehung nehmen möchte, statt dauernd dem Steuerzahler, dann ist das der richtige Weg. Aber noch haben wir nichts davon. Und dieser Bericht sieht leider dafür nichts vor. Und deswegen habe ich gegen diesen Bericht gestimmt. Herr Stadler. Schönen Dank, Herr Stadler. Herr Antonescu, bitte. Mulțumesc, domnule președinte. Amploarea și efectele crizei economice globale fac stringentă consolidarea. Ja, die Auswirkungen der globalen Krise zeigen uns, wie wichtig es ist, dass der Rahmen